Im Januar hat Vincent 125 Euro gespart. Im Februar hat er 12 Euro mehr als im Januar gespart. Im März hat er 12 Euro mehr als im Februar gespart und so weiter. Er spart so jeden Monat 12 Euro mehr als im vorigen Monat. Auftrag klein a: Berechne die fünf ersten Glieder T1 bis T5 dieser Zahlenfolge. Auftrag klein b: Bestimme das allgemeine Glied Tn dieser Zahlenfolge. Frage klein c: Wie viel Geld wird Vincent im Monat Dezember sparen? Und Frage klein d: Welche Gesamtsumme wird Vincent von Januar bis Dezember gespart haben? Der Auftrag klein a ist sehr schnell erledigt. Wir beginnen bei 125 Euro und addieren jeweils 12 Euro. Daher also diese fünf ersten Glieder dieser Zahlenfolge. Hier handelt es sich um eine arithmetische Zahlenfolge, da jedes Mal dieselbe Zahl, hier 12, addiert wird. Um das allgemeine Glied dieser arithmetischen Zahlenfolge zu bestimmen, dürfen wir also diese Formel nutzen, in der wir wissen, dass T1 125 ist und D 12 ist. Also ersetzen wir hier drin T1 und D durch ihre Werte und so erhalten wir Tn gleich 125 plus n minus 1 mal 12. Diese 12 verteilen wir auf diese Klammer, so erhalten wir 125 plus 12n minus 12, also 113 plus 12n. Diese Formel ist zum Beispiel interessant, wenn wir das 100. Glied dieser Zahlenfolge suchen, dann brauchen wir nicht die 100 Glieder nacheinander aufzuschreiben, sondern hier drin einfach n durch 100 zu ersetzen. 12 mal 100 macht 1200 plus 113 ist 1313. Das 100. Glied dieser Folge ist also 1313. Und genau diese Formel werden wir einsetzen, um Frage klein c zu beantworten. Wir suchen das 12. Glied, also ersetzen wir in dieser Formel n durch 12. 12 mal 12 macht 144 plus 113, so erhalten wir sofort 257 Euro. Jetzt noch Frage klein d. Hier werden alle Glieder addiert, also brauchen wir diese Summenformel zu einer arithmetischen Zahlenfolge. Das n wird ersetzt durch 12, t1 wird ersetzt durch 125, und das T12 wird ersetzt durch 257. So stoßen wir auf diese Rechnung, die geben wir dem Taschenrechner ein, also Bruchstrich 12 mal Klammer auf 125 plus 257 Klammer zu, jetzt Kursortaste einmal nach unten, um zum Nenner zu gelangen, der 2 ist, wir finden hier 2292. Wir übertragen diese Antwort hierhin und vergessen natürlich nicht, sie in Euro auszudrücken. Und somit ist diese Aufgabe beendet.